jetzt hier im Mikro. Das ist einer der größten Schweizer Lebensmittelläden. Und ich gucke jetzt mal nach Schweizer Süßigkeiten. Hier sind auf jeden Fall schon mal Luzerner Birnwecken. Und so lustige Beeren sind hier. Seht ihr diese Beeren? Was ist das? Sehr witzig. Sieht auf jeden Fall alles ganz anders aus als bei uns. Das hier scheint auch was typisch Schweizer-mäßiges zu sein. Ein Malzgetränk. Wir sind jetzt hier in Jennys Küche gelandet, die übrigens echt cool ist, sehr retro, und wir haben ein bisschen was eingekauft. Ich habe hier von diesem Einmalziehen, was ich euch vorhin gezeigt habe, habe ich mal eine Tafel gekauft, und hallo, es heißt Camembertli, das muss man doch kaufen, oder? Ja, und dann haben wir hier einen Raclette-Käse, und das ist ein Manouri. Ist der überhaupt typisch Schweizer? Wer weiß, was ich euch hier zeige. Also das ist auf jeden Fall aus der Schweiz. Und es gibt bei uns heute Käsefondue. Und das kann man hier in der Schweiz schon so kaufen. Sehr praktisch. Wir müssen nämlich immer raspeln. Und das ist ein Rüblikuchen, also ein Karottenkuchen. Und die beiden, die haben sich ein... Ist das so ein Schwarzbier oder was ist das? Nee, das ist ein ganz normales. Ganz normales, okay. Und dann habe ich mir diverse unalkoholische Getränke gekauft, die alle so schweizermäßig sind. Das hier, finde ich, sieht so stylisch aus. Es scheint so ein Birkenwasser zu sein oder so. Und das hier ist eine Schorle. Verlachst du schon wieder? Sie wird nicht fertig. Und das ist Rivella. Das ist ganz typisch Schweizer so Limonade, ja? Ich werde das gleich mal probieren, ja. Und das ist ein Rätsünser mit Holunderblüte. Kannst du nochmal sagen? Nee, ist wahrscheinlich echt völlig falsch ausgesprochen. Jenny lacht nicht. Hat sogar die Milch eine Kuh. Das ist doch ganz toll. Ja. Mit Hörnern und einer Glocke. Einer Glocke, die fast so groß ist wie die Kuh. So, ich probiere jetzt als erstes mal das Rivella. Ich habe es noch in Erinnerung, vor 5 Jahren, als ich hier war, haben wir uns das mal gekauft und da war es mega süß. Besser als gedacht. Sehr süß, aber Rhabarber schmeckt nicht schlecht. Kann man trinken. Stefan probiert jetzt mal einmal ziehen. Also ein Stück davon. Stefan, los geht's. Sie haben jetzt irgendwie erstmal Schokolade in unserem Leben. Ich habe schon mal Malzschokolade von der Konkurrenz gegessen. Und? Schmeckt gut? Mhm. Nicht so? Geht so? Mhm. Also das Käsefondue sieht ein bisschen komisch aus, weil wir nur noch Rotwein haben. Gut aus. Aber es schmeckt super lecker. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe jetzt schon mal dieses Birkenwasser probiert und es schmeckt so ein bisschen wie Birnensaft, obwohl Apfelextrakt drin ist. Also es schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Und es gibt zum Frühstück ein Gipfeli. Es ist eigentlich, sieht aus wie ein Croissant, ist aber ein bisschen gerader, habe ich gelernt. Genau, und der Camembertli ist übrigens mega lecker, wie ihr seht. Ich habe schon eine Menge gegessen davon. So, wir sind jetzt hier in einem ganz süßen Züricher Café und da gibt es ganz viele süße, tolle Sachen. Wir haben zum Beispiel einmal eine Cremeschnitte mit einem Marienkäfer. Da gibt es hier eine Fruchtschnitte. Und einen O-Saft gibt es dazu, den gibt es hier auch. Gerade im Globus und hier ist alles super schön gemacht und hier gibt es so ganz ausgefallene Lebensmittel, die ich noch nie gesehen habe, vor allem Obst und Gemüse und ja, Stefan, der guckt sich gerade alles an. Das hier sind alles Raclette-Soßen, habe ich gerade gelernt, und ja, ihr seht, da gibt es hier eine ordentliche Auswahl, voll cool. Ist was Typisches, sind so wie so süße Chips, und das kommt, woher kommt das? Tessino? Tessino. Ah ja. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier ein Fastnachtsküchli oder so. Das gibt es hier im Karneval und das ist wohl so irgendwie frittiert. Ja, irgendwie ist schön bunt. So, wir sind hier beim Marokkaner und haben jetzt so eine super geile Platte bekommen. Voll gut. Also das ist nicht mein Bier, aber es ist Schweizer Bier und es sieht irgendwie cool aus, oder? So Vintage-mäßig. So,
wir sind jetzt hier am Flughafen und ich wollte ja gestern so gern noch ein Rösti essen und konnte aber einfach nicht mehr. Und jetzt kann ich noch eins essen und schaut mal, was ich besorgt habe. Das ist nämlich mein Favorit unter all den Schweizer Sachen, die ich so gegessen habe.